Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und werde euch etwas über meinen Kurzurlaub erzählen. Ich habe mich also auf die Socken gemacht und bin Richtung Fränkische Schweiz gefahren. Das ist da unten in dem Dreieck Nürnberg, Bamberg, Würzburg, beziehungsweise Bayreuth. Und bin dann von Forchheim aus an der Wiesent entlang Richtung Rottenstein an der Pütlach gefahren. Für einen Kurzurlaub ist diese Gegend immer geeignet, und wer wandern will und einfach mal ausspannen, der ist da gut aufgehoben. Die Wiesent ist mit Mühlen gespickt. Hier ein Wehr, ein Stauwehr, an dem sich halt so manche Bootfahrer schon probiert haben, wie ihr vorhin gesehen habt. Und dieser Fischreichtum in diesen Gewässern ist wirklich phänomenal. Es hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Als ich damals da war, dieser Bootsverleih war noch, aber da war die Brücke noch ganz gewesen, und wegen Geldmangel ist man sich jetzt hier nicht ganz klar darüber, ob die wieder gebaut werden soll. Hier nochmal ein Blick, wie sie damals aussah. Und ich habe da drüben auch öfters Kaffee getrunken. Hey. Aber wir fahren jetzt so langsam weiter Richtung Pottenstein und kommen zur Beringsmühle, wo die Pütlach in die Wiesent fließt. Vorbei an der Bärenschlucht, wo die Kletterer sich immer zu schaffen machen. Ein Campingplatz. Oder an dieser Felsenstadt Tüchersfeld, bis wir dann die ersten Mühlen von Pottenstein sehen. Pottenstein ist die Stadt der Mühlen. Oben vom Berg aus gesehen ein idyllisch gelegenes Örtchen, eingebettet von hohen, nicht schroffen Felsen, aber eingebettet von diesen Kalksandstein. Naja, dann machen wir mal einen kleinen Gang durchs Ort. Viel Wasser, viel Forellen und wie gesagt viele Mühlen. Der Ort der Mühlen und der Wehre. In diesem Sommer war es etwas still gewesen. Das heißt, ich war zum ersten Mal im Sommer in Pottenstein. Und ich muss sagen, der Sommer ist nicht so mein Ding, aber im Frühjahr und im Herbst ist es wirklich fantastisch dort. Allein im Herbst die bunten Farben mit diesen Felsen, die bunten Farben der Blätter. Oder im Frühjahr das Saatgrün mit diesen Tälern, mit Bachläufen und. Also es ist für Wanderer wirklich ein schönes Unterfangen, dort zu sein. Hier ist meine Unterkunft, die Tucherstube, in der ich schon jahrelang sozusagen meinen Aufenthalt habe und von dort aus meine Exkursion starte. Vielleicht werde ich das nächste Jahr mal mit dem Fahrrad hinfahren, beziehungsweise das Fahrrad mitnehmen und mir mit dem Mountainbike die Gegend zuführen. Dieses Efeuhaus sieht also im Herbst wunderschön aus mit diesem roten Efeu. Hier ist es etwas gestutzt. Ich habe da auch noch Bilder vom
Herbst 2004. Und das ist die Wand mit der Sängerhütte, die oben links ist, aber allüberall dominiert die Burg Pottenstein, von der aus man einen weiten Blick ins Tal hat. Wenn man dieses Tal jetzt hier weiter Richtung Pegnitz fährt, dann hier die heilige Hildegard, kommt man an die Teufelshöhle, die ja weltberühmt ist. Nun wollen wir uns noch ein bisschen an der Püttlach rumdrücken. Wir gehen also das Tal hinter und hier auch wieder dieses typische für die fränkische Schweiz, die steilen Hänge, diese schroffen, verklüfteten Felsen, die überall zu sehen sind. Wir kommen dann ans Waldcafé und im Waldcafé können wir etwas ausspannen. Hier das Hasenloch und uns am Bach etwas von der Mühle erzählen lassen, die dort klappert. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Sehr entspannt. So, und wenn uns die Füße wehtun, dann können wir noch ein Stück weiter gehen, am Adamsfels vorbei, in Richtung Wassertretstelle. Und wie gesagt, überall diese Einblicke in die Püttlach, die ruhig und plätschernd dahin hinrauschen. Wir gehen jetzt über die Püttlach und werfen nochmal einen Blick auf diese Felsformation, die mich so an meine Einzelkämpferzeit erinnern. Zurzeit sind in Bayern Ferien und man kann es hier überall hören. Schulklassen sind unterwegs, die hier ihr Überlebenstraining machen oder versuchen und wie wir das damals bei den Einzelkämpfern gemacht hatten, haben sie hier Seile über das Wasser gespannt und versuchen trockenen Fußes darüber zu kommen. Aber wir machen uns jetzt an die Wassertretstelle, um uns die Blasen an den Füßen etwas zu kühlen. Ich kann nur sagen, das Wasser ist arschkalt. Ich hab's probiert. Und das hier sieht man auch überall. Die Kletterer sind unentwegt daran, ihren Weg nach oben zu finden. So, das war's erstmal mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil zeige ich euch etwas aus dem Umland. Bis dann.